letzten Etappe des heutigen Tages. Ich habe das mit die Absprache mit Herrn Rudolph jetzt nochmal modifiziert, weil das ja mit der technischen Übertragung doch nicht sagen wir, suboptimal war. Herr Rudolph kann jetzt auf diese Art und Weise gut der Podiumsdiskussion folgen und bekommt dann am Ende nochmal die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag auch nochmal als Antwort auf die anderen Teilnehmer zu leisten. Wir starten das Podium jetzt mit einem Impulsreferat von Sorina Tochi. Sorina Tochi ist ein Freelancer in Sachen Ideengeschichte, Essayistik, Übersetzung und Forschungsberatung aus Bukarest. Er hat an verschiedenen europäischen Universitäten gelehrt und Forschungsvorhaben durchgeführt, arbeitet und publiziert schon lange zum Thema Humanismus und Utopie. Utopica 1991 und 2005 in Rumänien erschienen, Paris 1999, Imaginaire culturel et réalité historique dans la Roumanie moderne. Zusammen mit Jürgen Rüsen und Shun-Chi Xuan, Herausgeber der Reihe Reflections on In Humanity, in der schon 7 Bände erschienen sind und ein Beitrag zum Thema Humanismus und Utopismus in Arbeit ist. Zusammen mit Hubert Kanzig und Jörn Rüsen koordiniert er das Projekt einer Enzyklopädie des Humanismus. Er wird kurz anfangen in Englisch, wird aber dann ein Skript von 2 Seiten auf Deutsch vortragen, seines Vortrags. Die Übersetzung hat dankenswerterweise Hubert Kanzig für uns übernommen. Ich werde in der Zwischenzeit auch schon mal Zettel rumgehen auf beiden Seiten des Tisches, weil er schließt am Ende mit Fragen. Und diese Fragen habe ich mal für uns kopiert als Diskussionsmöglichkeit, um danach dann einzusteigen. Ja, vielen Dank, wie Sie wollen. Vielen Dank, dass Sie da sind und Sie haben das Wort. Was Sie lieber. Dankeschön. Ich bleibe hier. First of all, I have to apologize for my studying all this in English because my German is mostly passive and I wouldn't like to speak it the way you wouldn't like to hear it. So I start in English first. I circulated a presentation of this book series, Reflections on Inhumanity, which I co-edited with Huang Chung-Chie and Jon Rüsen. You'll see there that we have already tackled this issue of transhumanism and posthumanism in a conference in Oxford 2 years ago, which was edited as a collective volume by one of my former students under the title, which I gave, Crafting Humans from Genesis to Eugenics and Beyond. This was for all of us an opportunity to address the issue of transhumanism and posthumanism. And it was on this occasion that I had to acknowledge the interesting fact that many philosophers who were joining the discussion about transhumanism were actually people who were looking for an object on which their expertise in ethics could be applied. So there are lots of specialists in ethics who are clustering to talk about transhumanism and posthumanism, and this I thought was a remarkable change if compared to the typical origins of those who are addressing humanism before. They are also interested in technology and high technology, in biomedical sciences, in fields such as eugenics and biopolitics more generally. So this gave this discussion about humanism, in which I was interested, a futural, yes, a future-oriented dimension, which brought it quite close to my very early preoccupation with visions of the future such as modern utopias and science fiction. So there was a commonality of issues addressed by these two categories of persons, which I think became evident from the presentations this morning. This is a shared interest. Now, this summer I organized in Romania a conference on humanism and utopianism,
with people coming from various countries and various fields, including Hubert Kancik, here present. Peter Otto Wolf was almost there, but he didn't make it ultimately. There were other people from countries such as Italy, or Germany, or Hong Kong. Literary theorists, comparative literature scholars, philosophers, historians, philosophers of history. But this inspired me to come up here with a very short stance on humanism and utopianism, which I think relates quite nicely to the last points made by Frieder Otto Wolf just before the break, namely, is it not the case that some of these specialists of transhumanism are trying to postpone answering burning present-day problems and are trying to delegate them somehow towards a more distant future? To students of ideologies and history, this is also, I think, reminiscent of a situation that happened just after World War II, when the discussion about the death of ideologies and the potential of technology to answer all existing and future problems became a kind of mantra which was shared by people on both sides of the Berlin Wall. This idea of the death of ideology, the connected idea of post-histoire, which is also a way of overcoming the current burning problems of the interwar and the problems of the post-war, of post-war Europe, I think is in many ways related to our own period, when we are trying to sometimes avoid answering most burning problems of the present by focusing on problems in the distant future. Now, I read this very quickly in German. Let's say it's a number of points that might lead to further discussion. So, Humanismus und Utopismus, Gemeinsamkeiten, Verflechtungen, Widersprüche. Die Utopie als ein ideales gesellschaftliches und politisches System ist errichtet von Menschenwesen eher auf der Grundlage von Tugend und natürlichen Fähigkeiten als durch die Einwirkung und den Segen einer Gottheit. Insofern ist die Utopie eng verwandt mit Humanismus, seinen säkularen Tendenzen und seiner Betonung der Menschenwürde, einer wesentlich guten Natur des Menschen und der menschlichen Vernunft. Ferner, Utopismus und Humanismus haben beide versucht, die Fehlbarkeit des Menschen, dieses krummen Holzes, crooked timber, seine Zweideutigkeit, sogar Unmenschlichkeit zu bedenken, zu korrigieren. Manchmal mit negativen Ergebnissen, meistens unbeabsichtigt. Oder zu tolerieren, wie teilweise und zögerlich auch immer. Freunde und Gegner des Utopismus haben in einem Punkt immer übereingestimmt. Das ideale Staatswesen, auf Erden gelegen oder im Himmel, in einem topologischen oder geistigen Sinn, basiert auf der Existenz oder der Herstellung des idealen Menschenwesens. Je nach theoretischen Standpunkt, metaphysisch, ideologisch, politisch, wissenschaftlich, theoretisch und so weiter, könnte es also scheinen, dass Humanismus und Utopismus entweder eins tautologisch sind oder zweitens sich gegenseitig ausschließen, beispielsweise in Konzepten, die von manchen Anti-Utopie oder Dystopie genannt werden, seien diese real oder nur vorgestellt, oder dass sie dialektisch aufeinander bezogen sind. My original intention was to give a kind of historical semantics and Begriffsgeschichte, but much of this was already done by Professor Rudolph, so I just can skip this. Thomas Morus ist der Autor von Utopia und zugleich ein hervorragender Humanist seiner Zeit. Im weiteren Kontext utopischen Denkens in Ost und West können viele Probleme erforscht werden, wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen Utopismus und Humanismus betrachtet und
und den Gegensatz zwischen einem religiösen Verständnis des Menschen und der Widerlegung der Idee einer Urschuld oder der dunklen Seite der menschlichen Natur. Moderne Gesellschaften haben eine zunehmende Säkularisierung in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens gesehen. Das gleichen die immer radikaler werdenden Tendenzen zu einer Resakralisierung, zu verschiedenen Neuerfindungen des geheiligten Schutzschirms. This is a formula in English which was made popular by many. In English is the sacred canopy. In the study of modernism, fascism by Oxford-based Roger Griffin, this is a very important thing. This, the resacralization, a kind of spiritual rebirth as the key to modernism. Dem utopischen Ideal einer guten Gesellschaft aber sind sie eindeutig nicht nahe gekommen. In den zeitgenössischen Bildern von Gesellschaft haben die Utopie und jeder andere positive Ausblick auf die Zukunft ihre Anziehungskraft verloren. Ihr Gegenbild jedoch, ihr negatives Double, Anti-Utopia oder Dystopia, findet überwältigenden Ausdruck, besonders in Literatur und Kunst. Die postmoderne Kritik an Modernität und Rationalität hat eine verwickelte Beziehung zum Utopismus, ebenso der Marxismus, die Religion, die Spiritualität oder jene Art von Metaphysik, sei sie vergangen, gegenwärtig oder vielleicht zukünftig. Desgleichen der Liberalismus, der Konservatismus und jede andere Ideologie. Man muss sich jenseits des Postmodernismus selbst stellen, da er sich auf seine eigene Geschichtlichkeit beruft und auf eine Zukunft, die bereits von gestern ist. Ferner haben viele Zeitgenossen sich in Wohlfahrtsstaat und Verbraucherglück als ihren wichtigen Erfahrungshorizont eingerichtet und damit in einem nachgeschichtlichen Posthistoire-Typus von Selbstzufriedenheit, der für einige Denker auf einen Rückfall ins Tierhafte deutet. Gegenwärtige Visionen eines posthumanen Zustandes, der geistig leer, aber körperlich ewig ist, verweisen darüber hinaus auf eine Flucht nach vorn aus vielen Unsicherheiten und Widersprüchen von Humanismus und Utopismus. Diese Visionen setzen voraus, dass die menschliche Natur unendlich veränderbar ist und dass sie in ihrer radikalen Version sogar funktionieren kann ohne menschliche Wesen überhaupt. So könnte die spekulative oder philosophische Anthropologie von Humanismus und Utopismus zugleich endlich ihr Hauptproblem lösen. Die Widerständigkeit von real existierenden Menschenwesen, ihre Abwehr gegenüber geplanten Veränderungen, kommen sie von außen oder von innen. Wenn man menschliche Wesen durch ideale Golems ersetzt, erreicht die Suche nach menschlicher Vollkommenheit durch technische Perfektionierung in Humanismus und Utopismus ihren selbstmörderischen Zenit. Wenn die Ankunft des neuen Menschen auf unbestimmte Zeit verschoben und er schließlich durch den neuen Golem ersetzt wird, verweigern sich Humanismus wie Utopismus einem anderen brennenden Problem der Zwielichtigkeit und dem Dahinschwinden der Normativität. In der Tat, wer könnte legitimerweise sagen, wer oder was Menschenwesen zu sein haben? Gott ist tot, die Propheten haben in der Wüste gerufen, alle Formen von Autorität sind in Frage gestellt worden, sogar die Selbstreflexion ist verloren gegangen, insofern es keine akzeptierten, gültigen Kriterien für die Selbsteinschätzung gibt, möglicherweise ausgenommen eine gesetzfeindliche, hedonistische sich gehen lassen. Weitere Fragen, ganz kurz. Wir sollten eine Anzahl von ergiebigen und signifikanten Fragen stellen, die einen geschichtlichen Zusammenhang haben, für unsere eigene Zeit bedeutsam sind. Zum Beispiel, was ist passiert mit Utopia als einer vernünftigen Konstruktion? Zeigt ihr Versagen, das Versagen menschlicher Rationalität überhaupt oder
idea innen wohnendes Problem, können Gesellschaften vollkommen grundsätzlich immanent sein? Ist Utopie eine intellektuelle Hybris? Sind die Zukunftsspekulationen von gestern und heute erbaulicher, schuldbarer, ergiebiger als die vergangene Geschichte und die Zukunftsspekulationen von damals? Weisen eine ungezügelte Säkularisierung und ihr Gegenstück die Resakralisierung auf ein Grundproblem der menschlichen Natur und menschlicher Vernunft? Ist es die Anerkennung der dunklen Seite der menschlichen Natur oder ist es die verbindliche Annahme einer scheinbar unendlichen Vielfalt der Menschheit, die uns mit größeren Wahrscheinlichkeiten zu zuverlässigeren gesellschaftlichen und politischen Modellen führt? Ist Utopie verstorben? Ist Humanismus eine Utopie? Welche Zukunft haben gesellschaftliche Entwürfe, zum Beispiel Utopismus und Humanismus? Dankeschön. Ja, ich würde, glaube ich, vom Podium jetzt erst Herrn Dorfmann eine Frage geben oder eben auch die Möglichkeit geben, noch einmal zu antworten. Humanismus und Utopie, der Transhumanismus als eine Utopie des Humanismus. Wie sehen Sie das, Fans? Vielleicht möchten Sie auch auf die vielen Einwürfe, die es heute gab, gegen den Transhumanismus noch einmal antworten und reagieren. Es sind zahlreiche Seiten, die ich mitgeschrieben habe und mit Punkten, auf die ich ja reagieren könnte, von angefangen vom Verhältnis auch gerade Nietzsche zum Transhumanismus, über die ganzen Einwände der sogenannten Kategorienfehler hin ein bisschen zur Rolle der Utopien. Vielleicht anfänglich, weil in den Kategorienfehlern scheint mir direkt auch nochmal deutlich zu werden, ein bestimmtes Bild, was mit dem Transhumanismus in Verbindung steht, sodass auch deutlich wird, dass das vielleicht über eine bestimmte Tradition des Transhumanismus auf treffende Weise abbildet, aber das mit Sicherheit nicht den Transhumanismus als Phänomen im Allgemeinen repräsentiert. Und auf diese Weise wird dann auch nochmal deutlich die Rolle der Utopie in diesem Denken. Zunächst der erste Punkt, die erste Einwendung war auch gerade die Rolle einer Vernachlässigung der Geschichtlichkeit, eine starke Konzentration auf den Physikalismus und Materialismus, ein sehr reduktionistisches Weltbild, was natürlich mit Sicherheit auch eine zutreffende Einschätzung für eine bestimmte Tradition des Transhumanismus ist, die insbesondere so im Silicon Valley vorherrschend ist, die besonders für eine sehr libertäre Ausprägung des Transhumanismus steht und die besonders stark geprägt wird durch Denker, die eben keinen geisteswissenschaftlichen Hintergrund haben, sondern vielleicht eher Ingenieure sind, Informatiker, Naturwissenschaftler in einer Umfrage. Dort ist dann der Fokus eher so auf diese Technikoptimismus, Technikbegeisterung zusammen mit einer sehr starken Ausrichtung, lass es uns einfach tun, sicher zutreffen. Das ist aber nur eine spezielle Tradition und repräsentiert sicher nicht die sozusagen spannenden Zugänge des Transhumanismus, die man insbesondere in der anderen großen Gruppierung nachverfolgen kann, die stärker angesiedelt sind in dem Institute for Ethics and Emerging Technologies. Also diese erste Tradition ist stärker um Silicon Valley angesiedelt, die zweite an diesem Institute for Ethics and Emerging Technologies, das mit James Hughes und Nick Bostrom begründet wurde. Dort weitere Mitglieder sind da auch Aubrey Gray, auch ich bin dort ein Fellow. Und hier ist zum einen noch eine ganz andere. James Hughes war zum Beispiel ein buddhistischer Mönch, ist selber ein Soziologe, auch also promovierter Soziologe, hat damit natürlich eine ganz andere Bewusstsein auch für kulturelle Vorgänge, für soziologische Prozesse. Dann ist hier sicherlich mit mir, ich habe selbst einen starken Hintergrund in der kontinentalen Philosophie, Nietzsche, Heidegger, damit natürlich auch wiederum ein ganz anderes Bewusstsein für diese ganzen, den kulturellen Kontext, den künstlerischen Kontext, der sozusagen und sicherlich
keine Reduktion auf Materialismus, Physikalismus, sondern dann auch Vorstände vielleicht von einem von der Form von dem Willen zur Machtontologie, wie sie bei Nietzsche ausging, mit ontologischen Vorstellungen, wie sie bei Heidegger geprägt sind, relationistische Verständnisse des Menschen, was weit darüber hinausgeht von einem einfachen Physikalismus. Dann natürlich die Frage, diese ganzen gesellschaftlichen Fragen werden ganz intensiv, oder Sie haben die Frage gestellt, ja, wer bezahlt Enhancement? Diese ganzen Fragen um die ökonomischen Herausforderungen, die werden ganz dezidiert und ganz intensiv diskutiert. Da ist natürlich auf der einen Seite die libertäre Ausprägung, sozusagen der, der es sich leisten kann, soll es machen. Andererseits haben wir James Hughes, der eben das Institute for Ethics Emerging Technologies mitbegründet hat, der hat mit Citizen Cyborg eine sehr gute Einführung in den Transhumanismus verfasst, aber gleichzeitig ein Plädoyer für eine sozialdemokratische Variante und eine sehr überzeugende sozialdemokratische Variante dieser kulturell-philosophischen Bewegung begründet. Und natürlich gibt es sehr viel, auch könnte man an einzelnen Beispielen sehr gut untermauern, wie solche gesellschaftlichen Fragen angegangen werden oder behandelt werden, kann ich im Folgenden später auch noch erwähnen. Somit auch zu dem dritten Eingang. Die Frage, ja, wer bezahlt, hängt eng zusammen mit der Determinismusdebatte im vierten Punkt, wo ja einerseits natürlich Technik ist sehr stark durch Militär und ökonomische Interessen geprägt, aber man darf auch nicht so Leute vergessen, die einfach das aus intellektueller Neugier betreiben. Jemand wie Kevin Warwick, den ich erwähnt hatte, der wird an der Universität bezahlt, hat somit, ja, sicher kein schlechtes Gehalt, aber er hat mir auch da gesagt, na, er hat zahlreiche Angebote von NASA, von öffentlich, von anderen Firmen, die ihm sehr viel Geld für seine Arbeit geboten hat, gesagt, nein, aber ihn interessiert es einfach, die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten auszutesten und das kann er am besten im universitären Kontext machen. Also auch technischer Fortschritt kann natürlich durch diese Neugierde vorangetrieben sein. Und dann doch zu den letzten Punkt, den Sie auch erwähnt haben, sozusagen eine Fokussierung auf die Technik. Auch dort muss ich sagen, ja, das mag zuweilen so rüberkommen oder so vermittelt werden, aber zum Großteil ist es eben, wird stets betont, das soll natürlich komplementär zu den traditionell entwickelten kulturellen Techniken erfolgen. Natürlich spielt Erziehung eine Rolle, traditionell musikalische Erziehung, sportliche Erziehung, auf diese Weise werden natürlich das sind zum einen auch andere Techniken, die vermittelt werden, aber die sollen natürlich nicht ausgeblendet werden, auch wenn es zeitweise in den Diskursen so klingen mag, als sei es eine sehr, sehr einseitige Fokussierung alleine auf neueste Techniken, Biotechniken. Ja, und in dem Zusammenhang kann man auch fragen, ja, wie ist das mit der Rolle der Utopie? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil zu einige der Transhumanisten natürlich dezidiert auch mit utopischen Rollen sehr stark spielen. Aubrey de Grey spricht sowas von Unsterblichkeit. Andererseits relativiert er das natürlich. Er spricht von Unsterblichkeit. Warum? Weil die Leute darauf reagieren. Das ist ein rhetorisches Mittel, um einfach eine öffentliche Debatte zu entfachen, weil er weiß einfach, man springt emotional auf bestimmte Begriffe, auf auch so religiös konnotierte Begriffe viel stärker an. Aber er ist sich natürlich andererseits auch bewusst, ja, das ist natürlich auf diese Weise, auf so eine organische, auf diese Weise, wie er die Lebensverlängerung fördern möchte, die Verlängerung der Gesundheitsspanne, dass es nicht hin zu einer Unsterblichkeit zielt, sondern die Hoffnung ist oder die Zielsetzung ist einer radikalen Verlängerung der Lebensspanne oder der Gesundheitsspanne zu erzielen. Und das ist, denke ich, eine Zielsetzung, ja, mit der viele von uns sich auch gut identifizieren können. Insofern, es würde eher den Kritikern oder von Kritikern des Transhumanismus diese utopische Dimension, die man natürlich nicht ablehnen kann oder die man nicht leugnen kann, eher vorgeworfen. Meistens wird sie genutzt, um den Transhumanismus auch in so eine gewisse neue Religionsdimension zu geben. 2013 hat Habermas in einem Artikel beschrieben, der Transhumanismus als eine Sekte bezeichnet, um diese Denkrichtung zu diskreditieren. Ich denke, das ist aber intellektuell nicht redlich, auf diese Weise auf den Transhumanismus hinzuweisen, weil es natürlich eine
sehr stark auf, oder die tatsächlichen, also diese utopischen Visionen, die präsentiert sind, sollen eher dargestellt werden aus rhetorischen Mitteln, um gewisse Debatten zu entfachen. Ein Hauptinteresse ist vielmehr zu zeigen, die möglich auch auf gesetzlicher Ebene aufzuzeigen, wie stark wir noch durch sehr christliches Denken geprägt sind, um hier traditionelle Vorurteile niederzureißen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, die uns technische Möglichkeiten bieten und die, von denen wir gehindert werden, sie zu nutzen, obwohl es eigentlich im Sinne eines durchaus im Geiste eines liberalen, demokratischen Denkens wäre, auf diese Techniken zurückzugreifen. Wenn diese Frage an Herrn Fischer, so diese Darstellung des Transhumanismus erscheint mir als ein sehr heroischer Humanismus. Immer wieder hört man über Treffen, Steigern, Verbessern. Da habe ich mal das Gefühl, da fehlt was ganz Wesentliches, was wir auch so mit den Menschen verbinden. Meine Frage ist, fehlt es nicht eigentlich auch in der Konzeption, die Sie uns heute vorgestellt haben? Also sollte man den Humanismus, also ein Humanismus nach meinem Verständnis, sollte den Menschen auch wertschätzen als ein Wesen, das schwach ist, das verletzbar ist, das nicht perfekt ist, das unzulänglich ist und das traurig ist, auch oft. Nicht? Und sollte nicht gerade, also sollte der Humanismus sich gerade in diesem transhumanistischen Kampf um Steigerung und Übertreffen nicht eigentlich auch emphatisch auf der Seite derjenigen stehen, die da vielleicht nicht mithalten können? Ja, also vorweg würde ich Ihnen unbedingt zustimmen hinsichtlich so einer Konzeption des Humanismus, die ja gleichsam nicht nur die Selbstermächtigung des Menschen, sondern immer die Schwäche, die Ohnmachtserfahrung mit einbezieht. Ich hatte ja erwähnt von Herrn Messner eine berühmte philosophische anthropologische Studie, das Lachen und Weinen. Ich gehe jetzt nur auf das Weinen. Tesla hat versucht herauszuarbeiten, dass gerade das Weinen eine ganz spezifische, nur dem Menschen zukommende, in seine Körperlichkeit eingebaute Reaktionsweise ist auf Ohnmachterfahrungen, auf Krisenerfahrungen des Geistes, gleichsam wo so etwas Absolutes sozusagen in seine Orientierung durchschlägt und er sozusagen keine Möglichkeit hat, mehr sprachlich oder wie auch immer mit sinnhaftem Verhalten zu reagieren, angesichts einer Ohnmachtserfahrung, das können Glückserfahrungen, das können aber vor allem auch Schmerzerfahrungen oder Katastrophenerfahrungen sein, und dass ihm dafür sozusagen das Bewältigungsinstrument nicht von ihm selbst konstruiert, sondern körperlich eingebaut zusteht, sich in das Weinen fallen zu lassen und damit überhaupt durch diese jeweilige Krise hindurchzukommen. Das ist natürlich, also um ganz konkret auf Ihre Frage zu antworten, meiner Ansicht nach ein starker, angereicherter Begriff des Humanismus. Lassen Sie mich aber noch aus der Diskussion heraus, möchte ich in der Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus, also aus der Diskussion und den verschiedenen Beiträgen, würde ich sagen, drei Ebenen der Auseinandersetzung möchte ich unterscheiden. Das erste nenne ich eine begriffliche Klärung, die wir treffen müssen. Das zweite eine philosophische Klärung. Das dritte eine soziologische Klärung des Transhumanismus-Phänomens. Die erste Klärung, glaube ich, die in der Diskussion sich ergeben hat, beziehungsweise als Frage, ist die begriffliche Frage. Was ist eigentlich gemeint im Transhumanismus? Ist es sozusagen das Transhumane oder der Transhumanismus oder der Transhominismus gemeint? Das betrifft, glaube ich, auch die Frage von Herrn Wolf hinsichtlich des Verhältnisses von Evolution und Geschichte sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus. Die Frage ist, worauf bezieht sich diese über die postulierte, die angeblich beobachtete und zudem postulierte Überschreitung? Bezieht sie sich auf die Hominitas des Menschen, also auf sozusagen die spezifische evolutionäre Natur des Menschen, die ich mit Raymond Plessner als exzentrische Positionalität versucht habe zu umreißen? Oder bezieht sich Transhumanismus, das was Herr Rudolf ja vor allem stark gemacht hat, bezieht sie sich auf die Überschreitung einer bestimmten geschichtlichen Figur, nämlich sozusagen des humanistischen Selbstentwurfs des Menschen in der Geschichte? Das sind meine zwei vollkommen zunächst mal zu unterscheidende Fragen.
von denen es sinnvoll ist, dass man jeweils sagt, auf welcher Ebene diskutiere ich jetzt. Die zweite Ebene, die ich philosophisch nenne, in der Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus, sind meiner Ansicht nach zwei Fragen. Erstens, braucht man für die von der transhumanistischen Bewegung herbeizitierten und behandelten Phänomene technologische Intervention in menschliche Körper oder überhaupt technische Umgangsformen mit dem menschlichen Körper bis hin zur Weltumfahrt? Braucht man für diese herbeigeführten Phänomene, die man nicht bestreiten kann, braucht man für diese Phänomene den Begriff des Transhumanen oder des Transhumanen? Und da würde ich sagen, das würde ich noch einmal durch die sozusagen zuspitzen, für diese Phänomene, wenn man von der philosophischen Anthropologie her kommt und von vornherein mit dem Begriff der natürlichen Künstlichkeit operiert hinsichtlich menschlicher Existenzform, braucht man diese Begrifflichkeit des Transhumanen oder gar des Posthumanen oder Posthumanen nicht. Man kann alle diese Phänomene verstehen, begreifen als spezifisch menschliche, ohne überhaupt auf den Begriff des Transhumanen rekurrieren zu müssen. Und die zweite Frage ist, hinsichtlich des Transhumanismus, bin immer noch an der philosophischen, auf der philosophischen Ebene, was lässt der Transhumanismus, also als Denkrichtung und als Bewegung, am Phänomen des Menschen aus? Was bringt er sozusagen nicht richtig in die Fülle des Begriffs des Menschen? Da hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht die Fülle der Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen, also der Verschiedenheit der Kulturen, der Verschiedenheit der Religiositäten, der Verschiedenheit der ästhetischen Stile, die sich nicht in eine Fortschrittsgeschichte bringen lassen, dass er das nicht angemessen mit berücksichtigen kann und kein Prinzip entwickeln kann, warum Menschen aus ihrer Unergründlichkeit immer neue Stile der Identität offensichtlich entwerfen und darin sich zu finden versuchen, aber immer nur selektiv und deshalb in der Geschichte immer neu ansetzen. Plessner hatte dieses Expressivitätsmotiv geradezu als den Motor der menschlichen Geschichte verstanden. Und das ist eine ganz andere Motivgeschichte als die Fortschrittsgeschichte. Um das kurz zu erläutern, wenn Sie touristisch unterwegs sind, meistens fahren Sie ja nicht zu den technologischen Orten, wo der Fortschritt stattgefunden ist, sondern Sie fahren in fremde Kulturen, weil Sie dort fremde Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen interessieren, soweit Sie in Spuren, im Habitus, in den Monumenten, in der Kleidung überliefert sind. Das ist ein ganz anderes Motiv. Und das kommt sozusagen in der ganzen transhumanistischen Einschätzung des Menschen nicht vor. Und ich will schließen mit der dritten Ebene, die man davon, wie man sagt, trennen muss, in der Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus. Das ist das, was Herr Wolf am Schluss angesprochen hat. Ich würde sagen, das ist die Frage nach einer soziologischen Beobachtung der transhumanistischen Bewegung. Herr Wolf hatte gesagt, was sind denn die Motive, warum so etwas wie Transhumanismus ausgeheckt wird, würde man sagen, und warum er in gewissen Kreisen der Moderne Resonanz findet. Und da kann man sozusagen anfangen zu sammeln, das ist interessant, ich bin ja selbst Kultursoziologe, ich habe aber nicht auf dieser Ebene hier argumentiert, aber ich finde diese Ebene zusätzlich interessant. Eine kultursoziologische Beobachtung der transhumanistischen Bewegung, das ist vollkommen klar, ja in jedem Fall hat Herr Wolf angesprochen, natürlich bewegt es sich im Habitus, im Denkhabitus der Ingenieure. Es ist im Grunde eine Ingenieursmentalität, die zum Ausdruck kommt, so würde man sagen. Und das ist natürlich nur, Ingenieursmentalität ist nur eine Mentalität innerhalb unserer Moderne, aber die bringt sich dort zum Ausdruck, das ist eindeutig. Das kann man identifizieren. Es ist in jedem Fall natürlich auch ein Elitenentwurf, kultursoziologisch gesehen, das ist auch völlig klar. Er führt zu, natürlich so viele Moderierungen bringen wie möglich, es ist vollkommen klar, wenn es sich durchsetzt, ist es eine neue soziale Differenzierungsachse zwischen denjenigen, die über technologisch ausgestattete Möglichkeiten des Eingriffs in ihren Körper verfügen und das finanzieren können und diejenigen, die das nicht können. Also insofern ist es soziologisch gesehen auch der Beginn, wenn es sozusagen praktiziert wird, einer neuen sozialen Differenzierungsachse. Und drittens ist die Frage, warum und inwiefern macht es Resonanz bei denjenigen, die im Grunde gar nicht mitkommen können, weder aus ihren
intellektuellen Wissensvoraussetzungen noch irgendwie aus den Ressourcenmöglichkeiten. Da würde man sagen, das ist auch natürlich eine beliebte kultursoziologische Figur, ist eine Art Eskapismus. Es ist eine Ablenkung aus tatsächlichen, realen Problematiken und Ungleichheiten in anderen sozialen Differenzierungsachsen. Aber es macht eine Resonanz. Wir schließen damit, man könnte ja kultursoziologisch das Piercing, also das metallische Bestechen des Körpers im Gesicht, kultursoziologisch als ein Resonanzphänomen der sogenannten transhumanistischen Bewegung auffassen. Also das ist im Grunde, könnte man sagen, dass ich mir Metallteile durch empfindliche Stellen meines Gesichts schießen lasse und sie dort montiere und das zeige, ist im Grunde wie eine ferne Spiegelung des transhumanistischen Projektes, des technologischen, technomorphen Umbaus des eigenen Hirns und des eigenen Körpers. Ich kann mir zwar diese Großaktionen nicht leisten, jetzt von denjenigen, die das machen, also wenn man sagt, diejenigen, die wirklich mit Hirnschrittmachern arbeiten, die brauchen kein Piercing. Aber diejenigen, die sich den Hirnschrittmachern nicht leisten können, die drücken gleichsam diese Art der sogenannten transhumanistischen Bewegung in Piercing aus. Ich wollte nur das erläutern als eine Möglichkeit kultursoziologischer Aufklärung, dass auch auf die Ebene der kultursoziologischen Aufklärung über das Transhumanisten-Phänomen und ihre kulturelle Bewegung möglich ist. Ja, damit sprechen Sie ja, es klingt so ein bisschen durch, auch so eine normative Dimension. Ich bin da ein bisschen redundant heute, tut mir leid, ich möchte da nochmal drauf beharren. Das ist die Frage, glaube ich, an Herrn Wolf, an Herrn Natur oder auch an Herrn Rudolf. Also wirklich die Frage, welche Techniken, also auf die Technik, auch auf die Technologien bezogen, welche Technologien wollen wir denn jetzt und welche nicht? Kann man das irgendwie beurteilen oder kann man das auch gar nicht beurteilen? Was haben wir bisher für Antworten? Antworten haben wir einerseits sozusagen die Beweislastumkehren, haben wir heute gehört, sollen doch die Transhumanisten das erstmal normativ begründen. Wir haben auch dem Transhumanismus Kategorienfehler oder innere Widersprüchlichkeiten nachgewiesen, aber sozusagen, oder im Text von Herrn Antochi ist auch die Rede von keinen Kriterien, die vorliegen, aber wir haben sozusagen eigentlich noch nichts Positives in dem Sinne gesagt, gibt es solche humanistischen Kriterien oder muss man also gleich sagen, das gibt es also nicht, da können wir sozusagen nur so operieren, wie wir bisher operiert haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen möchte da? Peter. Ja, ich denke, dass es solche Kriterien gibt. Ich habe das angesprochen, die Kriterien von Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Das ist zwar elementar, dann muss man Menschenrechte definieren können, die müssen in Bürgerrechte übersetzt werden können und das muss für alle diese Prozesse gelten. Das heißt, es kann nicht so sein, dass gewissermaßen auf dem Markt das dann jeweils eingekauft wird und das in dem Sinne eine private Kaufentscheidung des Käufers ist. Na, also da fänden wir schon mal den ganzen Sack voll Kriterien und man kann sagen, okay, das kann man alles noch vertiefen, kann man auch, aber die Errungenschaften der politischen Moderne geben uns da Kriterien an die Hand und die gelten für alle. Das ist ganz wichtig. Die gelten und zwar nicht nur für alle, die zufällig der Spezies Homo sapiens angehören, sondern für alle vernünftigen Lebewesen. Also falls wir irgendwelche extraterrestrischen Lebewesen begegnen oder falls irgendjemand, ein Transhumaner, sich an unserer Community beteiligen will, dann muss er das auch für sich in Anspruch nehmen dürfen und er muss es aber auch für andere akzeptieren. Das ist sozusagen unser, ich sage das jetzt mal mit einer traditionellen Kategorie der Moderne, unser konstitutiver Gesellschaftsvertrag. Und daraus darf der Transhumanismus nicht aufbrechen, nicht ausbrechen. Dann kann man über vieles reden. Ja, If I can say this in English, I agree and disagree with what you say, Philip, because these principles have existed for more than 200 years and we know that they are not enough. So something was wrong, if not with them, at least with the way they were applied, that of course for sure. Now, what is the way to do it right the next time around? So that's the, is transhumanism answering these issues?
is humanism, I think, in my book of history, humanism itself has not given all the answers. The principles are there, of course, we all know them, but in practical reality, in historical experience, they didn't always function. I think most of the time they did not function. Today they do not seem to function very well. Equality, brotherhood, liberty, all these wonderful ideas do not seem to work out well in reality. So then what is the guarantee that next time around they will work? Humanismus und Utopie. Herr Rudolf, sind Sie noch da? Ja, ja. Wollen Sie das Wort ergreifen? Ja, ich würde gerne was sagen, wenn ich darf. Ist es erlaubt, dass ich zu allen Quoten ganz kurz eine Bemerkung mache? Ja. Also erstens zum Utopie-Problem, um daran anzuknüpfen. Ich würde sagen, wenn wir uns darauf einigen, immer wieder auf den Grundbestand der humanistischen Begriffs- und Weltanschauungstradition zurückzugehen, dann war Humanismus zunächst eine Praktik. Und das Wort Utopie würde ich da zunächst eigentlich vermeiden, obwohl es mir sympathisch ist. Ich würde den Begriff der Utopie höchstens dann anwenden, wenn man eine Unterscheidung in seine Semantik einträgt, nämlich zwischen einer regulativen Utopie und eine ideologische Utopie. Eine regulative Utopie ist das, was der Gott sagt, du kannst von einer regulativen Idee sprechen. Man kann ein Ziel, das immer weiter entfernt ist, als das, was man erreichen kann, aber es wirkt als und dient als regulativ für die Praktik. Ich glaube, in diesem Sinne sind die Humanisten tatsächlich auch Utopisten gewesen. Aber sie waren keine naiven Utopisten. Wenn die Schere zwischen Utopie und Praktik immer größer wird, dann stimmt mit irgendeiner von den beiden Seiten etwas nicht. Die Utopie ist so fantastisch und die Praktik ist von gestern. Das Zweite ist, ist noch eine Bemerkung nachträglich zum ersten Lenkerverbotung von Ihnen, Herr Wolf. Es hat mir am besten gefallen, wie Sie klar unterschieden haben zwischen Voluntarismus und Determinismus und sozusagen an die radikal-transhumanistische Seite, die Frage weitergegeben haben, was seid ihr denn jetzt? Seid ihr Voluntaristen oder seid ihr Deterministen? Bei euch kommt beides zuvor. Das habe ich auch beobachtet. Das stimmt ungefähr mit meiner Liste von Ungereimtheiten zusammen, die ich am Anfang gegeben hatte. Ich würde sagen, ein konsequenter, konsequent deterministisch gedachter und entworfener Transhumanismus, der eigentlich nur zieht, das Interessante ist, müsste sagen, es gibt keinen Voluntarismus. Voluntarismus ist ja sozusagen das selber. Und wir sind heutzutage in der Lage, aufgrund der neurophysiologischen Errungenschaften zu beweisen, dass voluntaristische Intentionen genau determinierte Vorgänge sind. Das wäre eine Bemerkung dazu. Dann der Redner, der über die beiden Institutionen gesprochen hat, für die Doktorin und das Institut, das hat mich sehr belehrt. Ich danke sehr dafür, ich habe das so verteidigt gesehen. Ich weiß leider Ihren Namen nicht, deswegen habe ich gesagt, der Redner, bitte um Entschuldigung. Herr Fischer. Nee, vorher Herr Fischer. Dass Sie Herr Fischer schon sind, weiß ich. Und der Redner zu Ihrer Seite. Wer sorgt nach Sie? Ja. Ich wollte ganz kurz Ihnen sagen, wir haben eine schöne Unterscheidung zwischen den beiden sozusagen praktizierenden Transhumanismen in den beiden Institutionen gemacht. Wenn ich das etwas karikieren darf, das ist nicht böse gemeint, dann unterscheiden Sie zwischen dem bösen Transhumanismus und dem guten Transhumanismus und haben den bösen Transhumanismus, der weitgehend das Bild der bisherigen Mutanten ausgemacht hat, den gemäßigten Transhumanismus entgegengesetzt. Das ist gut, dass es den gibt. Ich glaube aber, der würde uns hier nicht besonders provozieren und herausfordern. Das ist technisch im Dienst des Menschen. Und wir sprechen, wenn wir Transhumanismus sagen, glaube ich, auf dieser Tagung unterwegs, über den Menschen als Gegenstand der Technik und als jemand oder eine Figur, die von ihrer eigenen technischen Kompetenz überholt wird und sich dessen bemächtigt. So, Herr Fischer, ich bin mit Ihnen ganz einverstanden, dass Sie sagen, wenn wir eine Unterscheidung einlassen zwischen einem Transhumanismus, der eine neue epochale Figur darstellt und einem Transhumanismus, der nur eine Art von Korrektur, Verbesserung, also graduelle
Entwicklung darstellt. So habe ich Sie verstanden, dass Sie diese beiden Ebenen unterschieden wissen wollen, dass wir dann eine philosophische Debatte darüber führen können, wie originell ist der Begriff eigentlich, wie sehr braucht ihn die philosophische Begrifflichkeit und das Instrumentarium der begrifflichen Möglichkeiten der Philosophie und der stimmigen Art. Am Ende brauchen wir das nicht, philosophisch gesehen. Aber ich fand dann Ihren Übergang zur Soziologie interessant und da würde ich als Philosoph ein bisschen Mitspracherecht einklagen wollen und sagen wollen, wenn Sie meinen, da gibt es für die Soziologen was zu tun, weil es eine neue soziale Schichtung, soziale Strukturierung der Gesellschaft gibt, durch die Verwirklichung solcher Möglichkeiten, einen neuen Elitismus, eine neue, sagen wir mal, Technokratie, Sie haben das Wort nicht benutzt, dann haben wir, was zu tun. Und ich nehme an, Sie meinen nicht nur analytisch und deskriptiv und wissenschaftlich, sondern sozusagen auch politisch. Da sollten wir dabei sein, ich meine, wir Philosophen, denn davon verstehen wir was, wenn welche herkommen und verkünden den neuen Menschen und es gibt ihn gar nicht. Vielleicht, nehmen Sie das bitte als eine Art von Kooperationsangebot auf verschiedene einer grundsätzlichen Zustimmung zu dem, was Sie gesagt haben. Und Sie haben es vorhin nur angedeutet, Sie haben heute Morgen offenbar anhand von Plessner auch über Kultur gesprochen. Ich folge auf der Plessner-Linie hundertprozentig. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dann geben Sie jetzt vielleicht etwas dazu zu sagen, dass die Exzentrizität der anthropologischen Kultur, die Plessner in der Conditio Humana so stark macht, etwas zu tun hat mit der Begründung menschlicher Kultur als etwas, was sich aus dieser Exzentrizität heraus erklärt. Kultur ist gewissermaßen ein Produkt dieser Exzentrizität und damit etwas, was in der nicht-exzentrischen Natur nicht vorkommt. Das heißt dann nicht, dass sie unnatürlich wäre, sondern es das heißt nur, sie ist etwas spezifisch anthropologisches. Sie ist ein Superalitum und damit steht sie auch auf dem Spiel, wenn wir es zu tun haben sollten beim Transhumanismus mit einem sozusagen sich absolut setzenden Naturalismus. Dann sind wir ungefähr ja bei der Frage, bei der Position von Gehlen und den Gegensatz Gehlen-Presser, den habe ich hinter Ihrem Vortrag vermutet, den ich nicht gehört habe. Das würde ich gerne wissen, ob ich da richtig geahnt habe. Dankeschön. Danke. Ja, ich würde das Podium gerne öffnen, auch fürs Publikum. Fragen, Kommentare. Herr Antochi war so freundlich, hatte uns einen Zettel auch vorbereitet mit Fragen. Ich hoffe, den hat jeder bekommen. Wer mag einsteigen? Frau Lena. Ja, wir hatten ja in der Anmoderation gehört, dass es auch darum geht, wollen wir politische Entscheidungen oder bleibt es eine individuelle Frage? Frieder Wolf hatte als Kriterien für politische Entscheidungen drei genannt, aber die sind mir zu plakativ. Also wenn ich Freiheit nehme, ist Social Freezing Freiheit für die Frauen oder für die Unternehmen? Für mich ganz klar für die Unternehmen. Das ist mir also noch nicht greifbar. Und es fehlt mir außerdem, hat auch Frieder schon angesprochen, die Frage der Kosten. Es spielte hier Piercing eine Rolle. Sicher ist es zunächst meine individuelle Entscheidung und ich muss es bezahlen. Wenn aber Folgekosten auftreten, treffen die Gesellschaft bis hin, dass die Notfallassistenten jetzt eine Ausbildung kriegen müssen, wie entferne ich ein Piercing vor dem Schocken. Wir müssen also die Ausbildung erweitern, es treten Probleme auf. Und wenn ich vom Piercing weitergehe zu anderen Techniken, werden die ja durch Ärzte gemacht, die mal in einer solidarischen Gesellschaft ausgebildet worden sind. Selbst wenn sie Studiengebühren bezahlt haben, deckt das ja nicht die Kosten fürs Studium. Außerdem haben wir einen Numerus Clausus, sie haben also auch Plätze blockiert in einer Gesellschaft, die momentan permanent sagt, wir haben Ärztemangel. Also dieser Aspekt ist mir noch hier zu wenig in der Debatte. Dann wir sammeln mal ein paar Fragen, dann gehen wir mal ins Publikum zurück. Kai Hasner. Ja, und zwar, das würde fast schon zu dem Social Freezing auch passen, weil es ist mir heute Morgen auf den, bei dem Vortrag auch aufgefallen. Und zwar die wissenschaftliche Ethik. Also wenn man davon ausgeht, dass es einen bösen Transhumanismus gibt, der natürlich überwacht werden muss und auch mal ein bisschen die Ingenieure auf die richtige Bahn gebracht werden müssten, dann müsste man vielleicht auch wirklich dann das Augenmerk auf
diese wissenschaftliche Ethik mal richten und auch dort einen Katalog erstellen. Und das Zweite, heute Morgen ist mir das so durch den Kopf gegangen, dass nämlich der gesellschaftliche Druck durchaus auf Technologien, auf Entwicklung ja steigt und jeder möchte dann auf einmal mitpartizipieren, mehr Möglichkeiten zu haben, dabei zu sein, modern, up-to-date, das neue iPhone zu haben. Nur erinnert es mich eben halt, und Euthanasie wurde ja auch schon genannt, an diese Beratung, wollen Sie denn wirklich Ihr genetisches Material dann wirklich wieder ansetzen, in Umlauf bringen, oder möchten Sie sich nicht sterilisieren lassen, so wie das ja damals zu Nazi-Zeiten sozusagen auch so propagiert wird und der gesellschaftliche Druck, behinderte Kinder in die Welt zu setzen oder unvollkommene Kinder im Sinne des Transhumanismus, also wenn man das jetzt mal verbindet, wächst ja auch. Also sozusagen ist es eine soziologische Dimension, die da aufgemacht wird. Und vielleicht heißt es dann eigentlich noch ein genetisches Blind Date. Ist das verantwortungsvoll? Ja? Passen wir genetisch zusammen? Das sind sehr problematische Fragen. Ja, ich möchte gleich zu einem Punkt gleich darauf antworten. Ich habe im Ganzen zwei Sachen, die ein bisschen sprachlich sind. Gut, vielleicht auch nicht. Das eine ist den Ingenieuren auf die Finger gucken oder was du gesagt hast, Kai. Das halte ich nicht für die Aufgabe von uns als Humanisten, sondern da würde ich eher an die Utopie anknüpfen, nämlich einen Gegenentwurf machen. Also eben diese Frage, die Frieda Otto Wolf auch vorhin hatte, wie wollen wir leben? Das wäre das. Und dann orientieren sich vielleicht die Ingenieure daran, weil der Entwurf, den wir da vorstellen, vernünftig ist und eine gute Zukunft bringt. Dass wir eine Institution sind oder eine Institution fordern, die da jemanden auf die Finger guckt, finde ich, muss man immer sehr, sehr vorsichtig mit sein. Da haben wir auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das andere ist, Sie sagten vorhin, was mit dem... dass Menschen ausgeschlossen werden oder Teile der Bevölkerung oder globalen Bevölkerung ausgeschlossen wird in dem Konzept des, differenziert, haben Sie gesagt. Und ich würde da nämlich genau, dass es exkludiert ist, sagen, dass also diese Form des Transhumanismus gerade durch, wie hier auch angesprochen wurde, die Fragen der Finanzierung, dass einfach weite Teile der globalen Bevölkerung exkludiert werden in diesem Konzept. Seit einiger Zeit gibt es ja einen neuen Begriff, der durch die Medien geht, und das ist der des Anthropozäns. Und wenn man den konsequent durchdenkt, dann bedeutet das ja nicht nur, dass sich so eine Art Technosphäre sich über den ganzen Planeten legt, sondern dass auch die vielen Milliarden Bewohner also selber Objekte in Anführungszeichen dieser Transformation sind, wenn sie denn richtig beschrieben ist. Und deshalb habe ich den Hinweis auf den Speziismus nicht so ganz verstanden, weil im Grunde ist der Fortschritt ja gerade, dass man die Gattungsperspektive einnimmt, weil also weg von subjektiven oder nationalen Fragestellungen hin zu globalen. Und das bezieht sich eben auf verschiedene Fragestellungen. Also wie verhält sich die Redeweise vom Anthropozän zum Humanismus, zum Transhumanismus? Wer möchte? Ja, da will ich gleich etwas zu antworten. Also das muss man einfach, denke ich, unterscheiden. Also bei Marx gibt es da leider einen unscharfen Sprachgebrauch. Der redet immer von der Gattung Mensch, wenn er die Menschheit meint. Und das sollte man aber nicht verwechseln. Die biologische Gattung Homo sapiens existiert länger als die Menschheit, als sozusagen etwas, was in der Menschheitsgeschichte auftaucht. Und die Frage, was wir jetzt zu tun haben angesichts der Krise, ist in der Tat, die Frage müssen wir lösen, ob wir als Menschheit handlungsfähig werden mit der Klimakatastrophe, dem Artensterben, den zurzeit wachsenden kriegerischen Auseinandersetzungen fertig zu werden. Davor stehen wir und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Und da, denke ich, sollten Humanisten sich engagieren und ich bleibt dabei, der transhumanistischen Debatte habe ich da zu keinem Beitrag entnommen,
sondern die hat eine andere Agenda und denkt, man könnte die andere Agenda betreiben. Und meine politische These wäre, die andere Agenda gibt es nicht. Und dann kommt natürlich der Eskapismus. Ja, hier ist ja jetzt auch noch mal ganz deutlich die politische Frage eigentlich angesprochen worden. Man kann sozusagen natürlich leicht argumentieren im Sinne individueller Wahlfreiheit. Nicht? Wer so ein Piercing haben möchte, der sollte natürlich auch eins machen. Und was soll man auch dagegen sagen? Nicht? Piercing ist jetzt ja auch noch harmlos. Also die Kritik, die ich jetzt herausgehört habe, ist ja vornehmlich die zweiseitig. Einerseits, ja, es führt aber zu einer sozialen Differenzierung. Und der zweite Punkt, es wird auch gesellschaftlicher Druck ausgeübt. Nicht? Man muss dann plötzlich etwas tun, man hat zumindest das Gefühl, man müsse etwas tun, was man sonst gar nicht tun möchte eigentlich. Jetzt haben wir drei. Jetzt haben wir Herr Fischer, Herr Fahrer und dann Herr Sorgner. Ja, ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen. Zunächst nur im Sinne der Beobachtung, im Grunde im Sinne der Zusammenfassung. Jetzt dieses, der von Herrn Wolf vor allem hereingebrachten politischen Komponente, ich sage mal, des Gedankens einer sozialstaatlichen Grundversorgung mit diesen technologischen Möglichkeiten der Körperoptimierung. Ich mache nur darauf aufmerksam, also wenn man dieses Argument bringt, das mache ich im Hinblick auf Herrn Sorgner, das ist ja wirklich eine tatsächliche Spannung, dann kommt natürlich so eine Position, wie Sie sie unglaublich dezidiert vertreten haben, einer liberal-privatistischen Entscheidung, über diese jeweiligen Körperoptimierungen ins Rutschen. Wenn man das in irgendeiner Weise akzeptiert, und Sie haben ja von Diskussionen berichtet, in denen so etwas auch diskutiert wird, sobald man bei so etwas wie einer, wie der von Herrn Wolf postulierten sozialstaatlichen Grundversorgung mit Enhancements, dann muss man anfangen, öffentlich zu debattieren und tatsächlich Kriterien zu entwickeln, die werden dann politisch entschieden, die werden rechtlich verankert. Dann muss man zum Beispiel die Frage der Eugenik und so weiter, ist dann auch nicht mehr den einzelnen Familien überlassen, sondern hinsichtlich der jeweiligen finanziellen Förderung ganz offensichtlich wiederum politisch entschieden. Also ich will das nur beobachten, also ich bringe, dazu will ich gar nichts weiter sagen, ich will auch nicht sagen, dass es soll so oder so entschieden werden, sondern dass dadurch aufgrund jetzt unserer heutigen Diskussion die Debattenlage und das, was zu entscheiden ist, tatsächlich komplexer ist, als Sie es heute Morgen eingeführt haben aus einer dezidiert liberalistisch-individualistischen Position. Und das zweite Ebene, jetzt hinsichtlich dieser jetzt Schlag auf Schlag kommenden humanistischen Kontrollmechanismen, die plötzlich eingeführt werden sollen, hinsichtlich der Ingenieure und so weiter, das soll ja auf die Finger geschaut werden. Und die sollen mal ihre Pläne vorlegen und dann werden die öffentlich von uns Humanisten evaluiert und dann wird es gemacht oder nicht gemacht. Da stelle ich nur dagegen, gegen solche humanistischen Kontrollfantasien hinsichtlich von menschlichen Projekten, stelle ich nur dagegen tatsächlich die philosophisch-anthropologische Beobachtung noch einmal des Weltraumfahrtprojektes. Nein, das ist ja offen geblieben und soll auch nicht hier entschieden werden, ist das Weltraum. War Projekt aus Ihrer Position als Humanisten ein humanistisches Projekt? Ich finde, das kann man wirklich mit guten Gründen bezweifeln, dass das ein humanistisches Projekt ist. Man kann sagen, da werden enorme Ressourcen aufgewendet. Ich hatte ja gesagt, die rationalen Motive sind immer irgendwie angelagerte und sekundäre Motive. Es werden enorme Ressourcen aufgewendet, ohne dass zuvor die globale Gesellschaft, die Menschheitsgesellschaft in ihrem augenblicklichen Stand auf dem Erdball befriedet ist. Ja? Das muss man eindeutig sagen. Insofern ist es ein nicht vernünftiges Projekt. Also ich würde sagen, auch Habermas würde sich mit vollkommenem Recht, in dem Sinne, dass er sagt, die Moderne als ein unvollendetes Vernunftprojekt, würde niemals auf die Idee kommen, dass die Weltraumfahrt zu diesem Vernunftprojekt der unvollendeten Moderne gehört. Und ich will das nur beobachten. Sie müssen gleichsam ja, bevor Sie es verwerfen oder nur laufen lassen, müssen Sie sozusagen Begrifflichkeiten sich erarbeiten, aus denen heraus Sie überhaupt verstehen, warum so etwas nicht, wenn ich sage irrationales, sondern nicht rationales, wie das Weltraumfahrtprojekt, Mars-Mission, da ist doch der Zweck überhaupt nicht mehr erkennbar, zunächst. Warum so etwas sozusagen gemacht wird und warum es in der Weltöffentlichkeit Resonanz findet bei den Menschen. Da müssen Sie Begriffe für entwickeln. Sonst haben Sie als Humanisten ein äußerst eingeschränktes Bild von bloß vernünftigen Menschen.
Herr Pfarrer. Ja, ich wollte es nochmal sehr grundsätzlich unterstützen. Wenn man schaut, die medizinische Versorgung auf der Welt, das sind über 1 Milliarde Menschen, wo die medizinische Grundversorgung nicht da ist. Und selbst wenn man innerhalb der Bundesrepublik, warum die Skandale mit Übertragung von Organen, weil da Durchstechereien passieren, weil Leute mit viel Geld und Einfluss nach oben rücken und die privaten Engagements, ich esse gar kein Fleisch mehr, einfach schon deswegen, weil das senkt den Verbrauch an Nahrungsmitteln und so weiter. Sie sind ehrenhaft, sind immer wie eine Propaganda der Tat, aber sie lösen das Problem nicht. Wir können schnell jetzt in eine Art doppelte Moral kommen, glaube ich, wenn wir so tun, wie wenn nur durch diese spezifischen Techno-Fortschritte dieses faktisch Elitäre, dieses Selektive käme. Man kann nur sagen, wenn man ganz anders und grundsätzlich damit anfangen müsste, dann sollte man nicht das noch draufsatteln. Aber es ist in mancher Hinsicht nur ein Draufsatteln von dem, was wir an wortwörtlich elitären Umgang mit Körper, mit Gesundheit, mit Förderung und Nichtförderung haben. Nicht was weiß ich, 100 Millionen Kinder, die keinen Schul bekommen. Und die, also das ist banal, das ist allgemein bekannt, aber man muss sich das nochmal in Erinnerung rufen. Nicht dadurch erst wird diese Frage gestellt nach dem Gleichheitsgrundsatz. Ja, das sind zahlreiche Punkte, die natürlich jetzt, insbesondere habe ich herausgehört, zum einen die zentrale Frage sozusagen, wer soll das bezahlen, dieser finanzielle Aspekt, zum anderen höre ich aber auch so eine allgemeine Technikkritik überhaupt heraus, sozusagen, es sei jeder technische Fortschritt notwendigerweise mit neuen Herausforderungen, gerade hauptsächlich Problemen finanzieller Natur und eine Herausforderung der sozialen Gerechtigkeit verbunden. Da müssen wir einfach erstmal berücksichtigen, was für enorme Errungenschaften uns auch die Technik in jüngster Vergangenheit mit sich brachten. Wir hatten, wenn wir einfach nur die letzten 250 Jahre zurückblicken, müssen wir daran sehen, in dieser Zeit, wir hatten da noch keine Antibiotika, wir hatten noch keine Anästhetika, wir hatten noch keine Impfungen. Und ich glaube, ich und auch viele von uns hier wären heutzutage nicht mehr auf der Welt, wenn wir ohne diesen technischen Errungenschaften und uns einmal bewusst machen, was für ein enormer Gewinn für unsere Lebensqualität diese biotechnologische und medizintechnologische Fortschritt mit sich gebracht hat. War das bereits posthuman? Bitte? War das bereits posthuman? Impfungen sind Mittel, mit denen wir uns eine Eigenschaft beifügen, die wir vorher nicht hatten. Das ist keine Therapie und das ist nichts Präventives. Das ist sozusagen eine Verbesserung und Veränderung auch der sozusagen, will nicht sagen menschlichen Natur, sondern unserer menschlichen Eigenschaften. Eine zusätzliche Eigenschaft wird hinzugefügt. Und ja, das ist sozusagen eine Weiterentwicklung, eine Übersteigerung der traditionellen Grenzen unseres Menschseins, natürlich. Das ist eine Verbesserung des Menschen. Und Impfungen sind ein ganz hervorragendes Beispiel auch, um einfach die Frage anzugehen, wie sollen wir genetisch mit dieser Frage, wie sollen wir hinsichtlich der Frage der sozialen Gerechtigkeit mit diesen neuesten Technologien umgehen. Impfungen sind verlässlich und bringen uns eine Eigenschaft, die viele von uns für wünschenswert halten. Deswegen sind sie sind zwar seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr gesetzlich verpflichtend, zumindest in Deutschland, sie sind immer noch in den USA, in Italien, Österreich glaube ich auch, gesetzlich verpflichtend, in Deutschland aber nicht mehr so. Trotzdem ist es so, dass private und öffentliche Krankenkassen Impfungen, einen Großteil der Impfungen bezahlen, wenn diese Impfungen besonders verlässlich, besonders hilfreich für eine große Zahl der Bevölkerung sind. Bei einer kleineren Anzahl bei einer anderen Gruppe von Impfungen, zum Beispiel gegen Hepatitis, die werden nicht automatisch von den öffentlichen Krankenkassen bezahlt, sondern nur, wenn man etwa in bestimmte Länder reist, die besonders gefährdet sind. Und bei sehr speziellen Impfungen, die müssen privat getragen werden, weil es einfach zu spezielle Zielsetzungen damit verbunden sind. Wenn wir jetzt eine genetische Veränderungstechnologie etwa etabliert hätten, mit der es uns möglich ist, unsere Lebensspanne um 20 Jahre im Durchschnitt zu verlängern, dann ist das eine Zielsetzung, die wahrscheinlich die meisten von uns für wünschenswert erachten würden. Und dann stellt sich natürlich die Frage,
Und die Technik müsste natürlich eine verlässliche sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, dann wäre es wohl angemessen, dass genau diese Technologie auf freien Wunsch über die öffentliche Krankenkasse finanziert wird. Und dann kommt die Frage, ja, das wird doch dann zu teuer. Hier dürfen wir nicht vergessen, die neuesten Techniken, natürlich, wenn sie besonders effizient sind, wenn sie besonders wirkmächtig sind, dann geht da so viel Forschung in die Entwicklung rein, dann wird der Preis natürlich wesentlich günstiger. Vor 40 Jahren hatte noch kaum jemand außer irgendwelche Vorstandsvorsitzenden hatten Smartphones zu Hause oder hatten ein Automobiltelefon. Heutzutage ist es nicht nur in der ersten Welt weit verbreitet und in der zweiten, sondern selbst sozusagen in der sogenannten dritten Welt hat fast jedes Dorf diese Smartphones, weil die Technologien einfach extrem, extrem günstig geworden sind. Gleiches gilt, und wie ist das sozusagen, was für eine Möglichkeit, um soziale Gerechtigkeit innerhalb eines Landes aufzufangen oder stärker zu berücksichtigen, zu fördern. Ja, und wie ist das dann mit der globalen Gerechtigkeit? Ja, natürlich ist es auch eine Herausforderung. Trotzdem darf man auch nicht unberücksichtigt lassen, dass natürlich die Forschung, die Entwicklung etwa von Impfdecken, aber auch natürlich der Behandlung von HIV-Positiven, dass hier Generika hergestellt werden, die zu wesentlich günstigeren Preisen den Menschen in der dritten Welt zur Verfügung oder zur Verfügung gestellt werden. Und die Preise für die Bewohner in der ersten Welt wesentlich teurer sind. Und da soll dann der technische Fortschritt zu einem Problem für die soziale Gerechtigkeit führen. Also ich persönlich, es mag sein, dass es nicht jeder HIV-Positiv in der Welt vielleicht die Möglichkeit hat, aber es werden viele auch in der dritten Welt haben die Möglichkeit, auf diese Technik zurückzugreifen. Ich erachte das, mir erscheint das ein enormer Gewinn zu sein. Gleiches, die Fortschritte auch jetzt zuletzt mit Organspende kann genannt werden. Organspende, Ressourcenknappheit, Fleischverzehr. Hier natürlich die Möglichkeiten des Fleischverzehrs, ein gutes Beispiel. Da wird gerade mit Möglichkeiten Stammzellforschung, man hat es bereits geschafft, man hat es bereits geschafft, durch An- und Ausschalten von bestimmten Stammzellen in einer Nährlösung Fleisch rein biotechnisch herzustellen. Dafür musste, es hat zahlreiche Vorteile. Hier musste kein Tier getötet werden, hier sind keine gefährlichen Antibiotika in dem Fleisch vorhanden. Und insofern könnte es möglicherweise sogar für Vegetarier interessant sein. Und es müssen die Abgase, die mit den CO2, die mit der Tierproduktion oder mit der Massentierhaltung einhergehen, werden dabei auch vermieden. Also natürlich gegenwärtig hat so ein Hamburger noch, ich glaube, $150.000 gekostet. Aber natürlich, wenn das in der Entwicklung weitergeht, würden auch dort die Preise wesentlich günstiger werden und die Möglichkeiten, die weiterhin beim reproduktiven Klonen gegeben sind, dass innerhalb von der Nährlösung von An- und Ausschalten von gewissen Stammzellen dann auch dezidiert innerhalb von 3 Wochen ganze Organe herangereift werden, bieten auch enorme Möglichkeiten im Bereich dann für die Herausforderungen, die mit der Transplantation einhergehen. Das sind jetzt wirklich nur einzelne Beispiele, um zu verdeutlichen, dass das eine so überaus kritische Einstellung vielleicht nicht unbedingt gegeben sein, nicht angemessen ist. Ich sehe noch drei Wortmeldungen bekommen. Frau Leon, dann sind Sie erst. Ja, also ich glaube, die Einstellungen kamen hier auch deswegen, weil in Ihrem Eingangsreferat heute früh diese kritische Seite gefehlt hat. Da haben Sie sozusagen das Positive vorne rangestellt. Insofern war hier jetzt immer die Nachfrage dazu. Jetzt haben Sie sehr viele Details gebracht aus unterschiedlichen Gebieten, die für meine Begriffe auch nicht alle so stimmen. Also diese Impfungen in der dritten Welt, ist es ja nicht so, dass die jetzt so preiswert zur Verfügung stehen, sondern es ist genau andersrum, dass sie zu Preisen angeboten werden, die die Mehrheit der Bevölkerung sich nicht leisten kann. Ich sage angeboten werden, weil die Preise künstlich oben gehalten werden. Ich erinnere nur an diese Verhandlung, als es ein Land mal gewagt hat, dann Generika herzustellen und viel preiswerter AIDS-Präparate oder
Mittel gegen AIDS angeboten hat, wo lange über das TRIPS-Abkommen diskutiert wurde und Patentschutz und hin und her. Und das ist ja heute noch nicht durch, sondern die Pharmaindustrie versucht bei jedem Produkt die Preise hochzuhalten. Und nicht zu unterschätzen ist für meine Begriffe auch eben der gesellschaftliche Druck, bestimmte Dinge zu nutzen oder mitzumachen, nur mit kurzfristigen Ergebnissen, obwohl ich weiß, dass ich langfristig mir da einen Schaden setzen kann oder es sogar bewiesen ist, dass ich ihn setze. Also mir ist es so gegangen, ich habe mal auf einem Workshop von Medizinerinnen die Frage gestellt zum Thema Neuroenhancement, wer würde sowas verschreiben? Weil jemand kommt und sagt, da kann ich nachts durchlernen, ich kann meine Leistung steigern. Einhellig nein, es waren zu dem Zeitpunkt 120 Ärztinnen und Ärzte im Saal. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt versetzen Sie sich bitte in Ihr Szenario, Ihr Kind ist in einer Ausbildung, jeweils die letzten 10% fallen jedes Jahr raus, egal welche Leistungen gebracht werden, und diese Art Ausbildung gibt es. Und Ihr Kind sagt Ihnen, alle anderen nehmen es, Mutter, Vater, verschreiben es doch auch. Da sind über 50% im Saal sofort umgekippt. Obwohl sie wussten, dass ich hier sehr schnell in eine Abhängigkeit komme und körperliche Folgeerscheinungen habe. Und es gibt heute schon Untersuchungen, die sagen zum Beispiel im Bereich der Jurastudenten, 30% der Studenten stehen das Studium überhaupt nur noch mit solchen Mitteln durch. Und das sind einfach Entwicklungen, wo ich sage, da muss auch dagegen gehalten werden und nicht so widerspruchslos und so, das ist eben heute so, oder wir können hier staatlich nicht so viel regulieren. Es muss hier vielmehr auch für meine Begriffe ad 1 mit Verboten gearbeitet werden in der Verschreibung, in der freien Zugänglichkeit, aber auch mit Information, was kommt hier auf uns zu. Das stelle ich auch immer fest. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig, dass da null ist an Info, selbst wenn Kinder so eine Dinge nutzen. Da wird es zur Kenntnis genommen, so ungefähr, naja, ich hätte es zwar nicht befürwortet, aber nur hat es mein Kind eben gemacht. Ich habe eigentlich eh keine Ahnung. Also hier sehe ich auch eine Aufgabe für die Medien oder für die Bildung, wie wir es heute früh diskutiert haben. Unterricht sollte eben mehr sein als nur Wissensvermittlung, sondern eben auch die Fähigkeit, selber werden zu können. Der Blick auf die Uhr lehrt, dass wir uns fast steuern aufs Ende zu. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen, dann würde ich die Rednerliste an dem Punkt schließen, nochmal abschließend aufs Podium geben. Herr Engel, Sie haben sich gemeldet. Ja, zwei Punkte. Hier wird gern der Gegensatz aufgemacht zwischen einer individuellen Entscheidung und einer politischen. Und ich halte diesen Gegensatz für einen wirklichen Kategorienfehler, denn natürlich ist auch das Recht, eine individuelle Entscheidung zu treffen, eine politische Entscheidung, indem wir nämlich Märkte schaffen und regeln und regulieren und zulassen. Also insofern finde ich den Gegensatz nicht zutreffend. Das Zweite ist, es gibt auch ein Recht darauf, und ich würde den Begriff der Freiheit auch so ausbuchstabieren wollen, Herr Wolf, es gibt auch ein Recht darauf, Pionierleistungen zu erbringen, nämlich Dinge zu tun, die noch nie vorher gemacht worden sind. Auch das gehört zum Menschen. Und dann wird sich bewähren, ob das überhaupt funktioniert. Dann wird man prüfen müssen, unter welchen Bedingungen man das weitermacht. Etwa die Frage der Finanzierung wird dann zu bedenken sein. Und so weiter. Aber zu sagen, da gibt es jetzt eine Entwicklung, die wollen wir nicht, das kommt mir so vor wie die Grünen, die vor 40 Jahren die Computer verbieten wollten. Ja, wegen der gesellschaftlichen Rückwirkung, die das man haben würde. Also das halte ich für unhumanistisch. Und ich möchte daher sagen, dass Herr Sorgner hier der Einzige ist, nach meinem Eindruck,
der diese von Herrn Wolf genannten drei Begriffe Freiheit, Gleichheit und Solidarität angemessen liberal ausbuchstabiert hat. Keine Wortmeldung mehr? Doch. Ja, also die Technik-Skepsis wollte ich jetzt nicht nochmal ins Feld führen, weil die gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht, weil Technik immer nur mein Werkzeug war zur Selbstverwirklichung des Menschen, um handlungsfähig zu werden. Und die Frage ist jetzt wirklich, also die wurde nicht beantwortet, was stellt denn die Qualität des Lebens nun mal dar? Und ist es wirklich sinnvoll, noch 20 Jahre länger zu leben? Ist man dann gesünder? Was ist Gesundheit? Die WHO definiert es natürlich auch anders und letztendlich danke ich nochmal Dr. Rudolph für diesen Punkt des Glücks, nämlich dass eben halt Ziel und Zufall zusammentreffen. Und da wird vorweggenommen, dass sozusagen das Selbstbild eines Menschen der Mode nachbestimmt wird dass eigentlich sozusagen der Zufall federführend ist und der Mensch sich eben halt dadurch auch verwirklicht, durch den Zufall und nicht durch die Mode, weil sonst bleibt er ja sozusagen fremdbestimmt und kann sich nicht seinem Bilde nach entfalten und entwickeln. Ja, ich würde gerne auf dem Podium noch Herrn Rudolph noch ein letztes Mal die Möglichkeit geben, wer möchte, noch ein Statement zu machen. Vielleicht möglichst kurz, weil die Zeit vorangeschritten ist. Vielleicht noch mit einer Frage. Also warum nicht mit Fragen enden? Was wäre für Sie die Frage, die entscheidende, oder eine, aber die entscheidende Frage, die wir aufgrund dessen, was wir heute hier alles gehört haben, weiter diskutieren müssen, weiter überlegen müssen? Was ist die entscheidende Frage? Also ich sehe zwei. Erstens, wieder aufgreifen an der Debatte, die es in den 70er und 80er Jahren gegeben hat, gibt es Alternativen in der Technik- und Wissenschaftsentwicklung? Ich halte das für eine ernsthafte Frage und ich glaube, wenn man das diskutiert, dann stellen sich auch Fragen, was kann man da politisch steuern, was müssen die Wissenschaftler per Neugier entscheiden und wie kommt das zusammen, wie kann man dann beantworten. Und zweitens ist natürlich die große Frage, was ist eigentlich schiefgelaufen mit Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Denn dass da eigentlich schiefgelaufen ist, das dann gezeigt hat, dass das nicht gereicht hat als Kriterien, das kann man beobachten, historisch. Aber da müssen wir eben nochmal auch buchstabieren, wo waren ja die Probleme und wie kann man in der Tat diese Kriterien auf die Fragen der Technik, Wissenschaftsentwicklung und auch die Entwicklung sozusagen der humanen Stützorgane, die ja schon überall sind, also auch die Brillen, ne, die ich hier jetzt habe, das war im 18. Jahrhundert für Eliten nur zugänglich. Ich bin auch der Meinung, man muss dahin wirken, dass das allen zugänglich wird. Aber man muss sich eben die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Weichenstellungen wird was mit Vorrang entwickelt? Und ich denke, da müssen wir uns darum orientieren, was tatsächlich jetzt die dringlichsten Probleme der Menschen sind. Fischer? Ja, ich wollte noch einmal meinerseits grundsätzlich auf die Ebene von Transhumanismus eingehen. Drei Punkte. Es bleibt für mich, dass der Transhumanismus voller Kategorienfehler steckt, wie Herr Wolf es genannt hat. Er hat es genannt. Es bleibt immer unklar, auf welche Ebene er sich bezieht. Bezieht er sich auf die Ebene der Humanitas, die überschritten werden soll? Conditio humana als Humanitas? Oder bezieht er sich auf die Ebene der Humanitas im Sinne sozusagen des humanistischen Selbstentwurfs von bestimmten Menschen in bestimmten Generationen, in bestimmten Epochen, in bestimmten Kulturen? Also das ist meine Sache, ein Kategorienfehler. Zweitens, Transhumanismus ist insgesamt eine überflüssige Kategorie. Auch nochmal die ganzen schönen Technologien, die Sie parat gehalten haben und die Sie geschildert haben, lassen sich alle aufklären mit dem Prinzip der natürlichen Künstlichkeit. Und von dort her wird sozusagen aus diesen Technologien und ihren Errungenschaften, die Sie erwähnt haben, wird nicht klar, warum man dafür den Begriff der Überschreitung des Menschen in seiner Natur braucht. Und drittens erinnere ich daran, dass es komplexere Kategorien des Menschen gibt, als die der Transhumanismus vorstellt, von der er sich gleichzeitig abschließen will.
wie zum Beispiel in dieser modernen philosophischen Anthropologie, wie sie von Helmut Plessner oder Arnold Gehlen und anderen entwickelt worden ist. Und dieses Modell, man kann immer sagen, es gibt auch noch andere Modelle, dann soll man ein anderes zeigen, aber der Transhumanismus selbst ist in seiner anthropologischen Veranschlagung des Menschen unterkomplex gegenüber diesen Denkmöglichkeiten der Philosophie. Das war jetzt wieder eine kleine Attacke. Möchte trotzdem bitten, kurz und kompakt vielleicht noch pointiert. So ein paar Punkte, die immer wieder aufgekommen sind. Okay, die Relevanz des Begriffes. Einerseits, traditionelle Begriffe haben starken historischen Ballast. Neue Begriffe ermöglichen einem sozusagen frei von diesem historischen Ballast, sich Gedanken zu machen, neue Bedeutungen zu formulieren. Weiterhin ist die Relevanz des Begriffes, Transhumanismus und der Posthumane klingen doch irgendwie sexy. Sonst würden hier wahrscheinlich nicht zusammensetzen. Das ist natürlich auch diese rhetorische Funktion, ist nicht zu unterschätzen. Zweitens der Punkt, die Genese des, warum überhaupt der Begriff Transhumanismus? Ja, da muss ich unterschiedliche Antworten geben. Warum ist der Begriff in der Etymologie ursprünglich so entstanden? Das hat sozusagen historische Gründe. Ursprünglich hat der Begriff Transhumanizing, wurde von Thierry de Chardin in der späten Schrift geprägt. Julian Huxley, der mit Thierry de Chardin befreundet war, hat darauf zurückgegriffen und unter dieser Berücksichtigung Transhumanism entwickelt. Das ist einfach historisch sozusagen, wie er zustande gekommen ist. Welche Funktion er hat, welche Rolle er sieht, welche Konzeptionen heute vorhanden sind, sind wieder neue Fragen. Führt zu weit für den jetzigen Kontext in der Abschlussrunde. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Ganz kurze Anmerkung zu den Rollen der Perfektion. Da gibt es eine große Bandbreite. Ich habe es kurz in meinem Anfangsvortrag erwähnt. Solche Vorstellungen wie Nick Bostrom, die den Ideal eines Renaissance-Menschen vertreten, dann ein Common-Sense-Ideal, wie es von dem Transhumanismus nahestehenden Julian Savulescu vertreten wird, und ich, der jeweils eine radikale Pluralität des Guten vertritt. Also da kann man nicht sagen, der Transhumanismus wird da durch eine bestimmte Konzeption von Perfektion geprägt. Die implizite Forderung, bestimmte Techniken nutzen zu können, muss es notwendigerweise etwas problematisch sein, wenn man gezwungen wird, durch gesellschaftliche Umstände gezwungen wird, eine Technik zu nutzen? Ich möchte sagen, nein, das muss nicht moralisch problematisch sein. Das beste Beispiel, natürlich ist auch Erziehung eine Technik, aber auf eine handgreiflichere Technik natürlich zurückzugreifen. Vor 40 Jahren musste noch niemand an einer Universität eine Hausarbeit computergetippt abgeben. Konnte man es handschriftlich noch abgeben. Heutzutage würde kein Dozent höchstwahrscheinlich eine Hausarbeit mehr annehmen, die nicht auf dem Computer geschrieben ist. Warum? Weil es einfach eine günstige Technologie ist, eine verlässliche Technologie, und jedem Studenten in unserer Welt steht sie entweder zur Verfügung oder er hat die Möglichkeit, sie an einer Universität zu nutzen. Das heißt, Verlässlichkeit und Relevanz sind wichtige, ganz wichtige Punkte, auch was hinsichtlich was der impliziten Notwendigkeit des Rückgriffs auf Technologien betrifft. Und nun abschließend noch sozusagen, was für mich auch noch eine der ganz zentralen Fragestellungen ist, das klärt auch nochmal aus der hinteren Ecke so ein Missverständnis, wie ich verstanden wurde. Das ging um diese Genanalyse und wie mit dem Material umgegangen wird. Ich sage hier nicht, jeder soll sein genetisches Material analysieren lassen. Also, nein, diese Möglichkeit steht gegenwärtig zur Verfügung. Sie wird von vielen Personen genutzt. Und da gehen ungeahnte Konsequenzen, hat dies mit sich. Und ich bin mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung ganz genau bewusst. Und natürlich habe ich gesagt, also habe ja erwähnt, dass also Institutionen, staatliche Institutionen, Arbeitgeber, Versicherungen haben großes Interesse an diesem Material. Weil man darüber nicht nur Informationen über sich, über die betroffene Person betrifft, sondern auch über über Brüder, Schwestern und andere Familienangehörige. Das heißt, hier sehe ich eine, und ich habe keine Lösung für die Fragestellung, welche Regelungen dann da diesbezüglich treffen muss. Aber ich bin mir bewusst, diese Frage nach Bio-Privatheit wird eine der ganz großen Herausforderungen innerhalb der nächsten Jahre sein und wahrscheinlich auch Jahrzehnte.
Und wir müssen uns ganz intensiv darüber auseinandersetzen, um mit diesen Möglichkeiten und Gefahren uns akademisch, wissenschaftlich bewusst zu sein und um dort eine angemessene Lösung zu finden, mit der wir alle unter Berücksichtigung der wunderbaren Errungenschaft der negativen Freiheit weiterleben können. Herr Rudolph, Sie können mich zwar nicht sehen, aber ich spreche zu Ihnen. Die Reihen lichten sich, es ist spät, wir sind erschöpft. Ich weiß, es gäbe noch so viel zu sagen. Vielleicht schaffen Sie es, sozusagen in einer einzigen Frage zu fokussieren. Was ist die Frage, die es hier zu denken, die uns dieser Tag hier zu denken aufgegeben hat? Für mich ist die Frage klar und ich möchte sie auch ganz kurz formulieren, indem ich zwei Vorbemerkungen mache, auch ganz kurz. Die erste Vorbemerkung ist, der Humanismus ist nicht technikfeindlich, sondern er war immer technikfreundlich. Aber die Humanisten sind altmodische Griechen. Sie wissen, dass Technik von Technik kommt und dass Technik einerseits das auch umfasst, was wir heute unter Technik verstehen, aber andererseits auch noch die Kunst. Und wenn diese Dimensionen gespalten werden, dann machen die Humanisten einen Aufstand. Das ist dann kein Aufstand gegen die Technik, sondern es ist ein Aufstand gegen eine einseitige Dimensionalisierung von Technik. Die zweite Vorbemerkung ist, dass ich heute etwas gelernt habe, nämlich eine Bestätigung dessen, was ich nicht zu sagen wagte, als ich vortrug, aber implizit drin war. Aber jetzt sage ich, das ist mein Resümee: Transhumanismus ist ein Etikettenschwindel. Er ist trans, aber nicht Humanismus. Und ich glaube, aus dem Großteil der Voten, die am Podium abgegeben worden sind, ist das in gewisser Hinsicht abzuleiten. Ich müsste mich sonst sehr geirrt haben. Und das ist die Frage. Die Frage ist an die Politik. Herr Fischer hat meines Erachtens vollkommen recht, dass der Humanismus zu aussichtslos ist, zu unpolitisch ist, wenn er bloß mit der Berufung auf die Vernunft gegen die sogenannten transhumanistischen Möglichkeiten und Entwicklungen protestiert. Die Politik muss stärker gemacht werden, als sie durch diese Haltung irgendwie verbinden werden kann. Das heißt, die Frage ist, was für eine Politik brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen eine Politik der Kompetenzsteigerung der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, über der Habermas gesprochen hat, ist gefragt, aber sie ist auch nicht mehr so weit, dass sie in der Lage wäre, diejenige Form von Expertokratie, die wir de facto schon haben, in den Labors, in den Instituten, in Silicon Valley, so zu verstehen, dass sie darauf politisch reagieren kann. Und diese Schere zwischen faktischer Expertokratie in den Labors und öffentlicher Inkompetenz, die halte ich für eine ganz gefährliche Angelegenheit. Das ist nicht nur eine bildungspolitische Angelegenheit, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja, gut, ein guter Diskussionsleiter fasst am Ende den Stand zusammen. Das wird jetzt vielleicht 20, 25 Minuten dauern. Ich glaube, ich erspare uns das nicht. Nur, für mich war es sehr komplex und interessant. Nur eine Sache, mir scheint es trotzdem interessant zu sein, wenn Humanismus, also diese Konfrontation von Transhumanismus und Humanismus scheint interessant zu sein. Vor allem deshalb, weil man erstmal Begriffe klärt und plötzlich, man muss klären, was eigentlich mit Humanismus gemeint. Und man lernt dann auch im Transhumanismus, gibt es unterschiedliche Denkrichtungen und schon nähert sich das an. Ich glaube, auf dem Weg sind wir hier heute ein bisschen gewesen. Mehr möchte ich da nicht zu sagen. Ich werde eine Auswertung machen in dieser Tagung. Wer das nachlesen möchte, wird das auf der Akademie-Homepage nachlesen können. Ich möchte mich bedanken, vor allem natürlich bei unseren Podiumsteilnehmern für die Referate. Die haben in allen Fragen hier Rede und Antwort gestanden. Toll. Aber auch Publikum, die so lange ausgehalten haben bis jetzt. Ja, außerhalb, weil es auch wirklich anstrengend und dicht heute war, glaube ich. Vielen Dank und einen guten Heimweg. Und vielleicht haben die Roboter zu Hause alles erledigt und zu Hause ist auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Ich wünsche gute Heimfahrt. Vielen Dank.